ich kann nichts versprechen. Ich kann nur versprechen, dass wir natürlich alles versuchen, A, Dennis zu verlängern, das zumindest versuchen. Ich natürlich aber auch den, ich bin ja auch nicht doof, den Spieler verstehe, der sagt, Max, ich habe doch noch 2,5 Jahre, also warum soll ich verlängern? Oder ich hätte gerne eine kleine Ausstiegsklausel. Ja gut, dann bin ich schon wieder in der Not zu sagen, natürlich nicht. Warum soll ich ihm eine kleine Ausstiegsklausel geben? Also das ist auch, solche Gespräche sind nicht so leicht zu führen, und nach dem Motto, man setzt sich einmal an den Tisch und dann ist alles geritzt. Es ist schon kompliziert und es kann ja auch da böses Blut entstehen, weil irgendwann streitest du wegen irgendeinem Punkt und dann entsteht ein böses Blut, was man ja auch nicht haben will. Also es ist dann schon behutsam, wie man umgehen muss. Wir versuchen sportlich zu erfolgreich zu sein und ich glaube zu wissen und ich glaube zu spüren, und das ist auch unsere Kraft dann, wenn wir wirklich Champions League spielen, und das ist, wie Rainer gerade gesagt hat, das wäre für uns wie eine deutsche Meisterschaft, dann ist doch mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit Dennis bei uns nächstes Jahr. Sollten wir gar nichts schaffen und der Junge kommt und hat ein fantastisches Angebot, wo er unbedingt hin will, ja, dann müssen wir nicht, aber dann müssen wir uns zumindest auseinandersetzen, weil wir dem Jungen natürlich auch ein Stück weit, als er gekommen ist, was versprochen haben, oder nicht versprochen haben, aber natürlich einen Weg aufgezeigt haben, den man auch einhalten muss. Und du musst immer noch authentisch bleiben, du musst ehrlich bleiben, du kannst die Jungs nicht belügen, einmal belogen kriegst du keinen Spieler mehr. Das ist eben nicht unser Weg, und deswegen stehen einige Fragen bei uns vor der Brust, und die Antworten versuchen wir dann im Laufe der Zeit zu geben. Jetzt hast du zum Beispiel mit Matze Ginter auch, wie du gesagt hast, einen hervorragenden Jungen, der ist zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden vergangenes Jahr. Da hast du uns verraten, ihr seid in Gesprächen bei Nico Elvedi genauso. Was kannst du uns sagen? Haben sie beide schon Ja zu Borussia gesagt? Steht eine Vertragsverlängerung kurz bevor? Ich habe nie über eine Vertragsverlängerung gesprochen. Ich habe nur gesagt, wir haben damals vereinbart, dass der Club vielleicht eine Möglichkeit hat, dass der Junge länger bleibt, oder beide Jungs länger bleiben als bis 21. Das ist erstmal das, was die Ausgangslage ist. Und da versuchen wir dann von da weg weiter zu gehen und zu sprechen. Soll denn Matze Ginter zum Beispiel nochmal einen neuen Dreijahresvertrag, so habe ich es zumindest gehört, dass darüber gesprochen wird, bei Nico ähnlich, ist das im Moment Thema? Das ist mir neu. Nein, also erstmal, glaube ich, nimmst du mir nicht übel, wenn ich jetzt hier nicht die Gespräche zwischen dem Berater von Nico und von Matze hier preisgebe. Aber wir machen uns unsere Gedanken, aber auch da ist der Punkt, wir sind ein Verein, der einfach Möglichkeiten hat. Und wenn du eben Spieler von Borussia Dortmund zum Beispiel verpflichtest, dann kommt er nicht und verdient mehr bei uns, sondern eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, das war eine goldrichtige Entscheidung von Matze, und er selber sagt das auch. Und jetzt geht es eben darum, wie bespricht man einen neuen Vertrag, ohne dass ich jetzt zu viele Vertragsinhalte preisgeben muss. Aber irgendwann liegen eben ihm Angebote vor und dann komme ich mit meiner Verlängerung, wo er sagt, was ist das für eine Wertschätzung? Also es ist alles nicht so leicht, dass wir einfach sagen können, wir gehen an den Tisch und machen ein neues Angebot und unterschreiben wir. Also das ist schon eine Thematik, die gerade für uns dahin bringt, dass wir irgendwann an Grenzen stoßen.